name is Ina Cebotar. I'm from Moldova. I'm a playwright. I write about things that bothers me, about people I know very well, including myself. I explore themes that hurts me personally. I perform. This is how I begin. I'm a beginner climber, and this is very different than anything I did before. I'm a wife. I have a person with whom I'm in dialogue. I'm a mother of a son. I cook every day, I change diapers, I wash, I clean the house, and yet I'm an artist. I graduated master's degree in theater arts profile at Moscow Art Theater School. Also there I graduated educational project of Mayor Holt Theater Center Moscow as manager of public theaters. I have a master's degree in playwriting and creative writing, made it in Târgu Mureș, Romania. Before that, I graduated a master's degree in playwriting and screenwriting from the Academy of Arts from Chișinău. Also there I got my degree in acting. I co-founded an independent theater company, Sava Cebotar, which has the aim to bring theater innovations by inviting artists from different field of arts. And also our company produces and creates its own theatrical products. I'm invited to participate at Next Stage Europe for the second time. First time it was in 2016. The same year I won a scholarship at Theatertreffen 2016 Berlin. After returning from Berlin, I initiated and created a drama writing workshop, a project supported by Cultural Center Accente Chișinău and Goethe Institute Bucharest. It was a long-term workshop, and the participants who never wrote drama before ended with a text. About publications, I have a short play translated in German, and it is published in this anthology made by Next Stage Europe. I have another play, Enthusiast, and it is published in the online anthology Liternet Publishing House, Romania, and another anthology that appeared here in Chișinău, Literature from Basarabia, Beginning of the 21st Century. I'm very happy to participate at Next Stage Europe 2020 online this time. This is a very important project that brings playwrights together and give them the opportunity to be in dialogue, to discuss, to get a feedback, to get in touch and maybe do projects together. So it is great that you are doing this. Thank you. Eine 16 Quadratmeter Garçonnière am Rande der Stadt. Nacht. Die Tür öffnet sich. Vera tritt rauchend ein. Nach ihr tritt G ein. G geht geradewegs zum Fenster und öffnet es. Vera legt sich eine Decke um die Schultern, setzt sich auf ein Sofa und zieht ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche. Wirft es auf das Kaffeetischchen, legt ihre Füße auf das Tischchen und zieht den Aschenbecher näher. Es ist kalt, mach das Fenster zu. Es gibt zu viel Bohem bei uns. Zu viel Nonkonformismus und zu viel absurde Empörung. Und nur ignorante Theaterkritiker. Wenn sie etwas nicht verstehen, kategorisieren sie es als absurd. Schaut sie an. Bewundert sie. Die Katharsis ist vom Himmel auf dieses abgewetzte Sofa herabgestiegen, eingehüllt in Winston Blue Qualm und bringt die theatrale Erlösung mit sich. So hättest du auf der Bühne reden sollen. Tja, zu Hause bist du wie immer genial, aber auf der Bühne... Ach, hör doch auf. Guck dir doch mal diese Wollhandschuhe an.
Wer rappt denn mit Wollhandschuhen und dann noch im Theater? Inmitten der Vorstellung ist ein Bekloppter aufgetreten, um einen Rap vorzutragen. Und dieser Bekloppte war niemand anderes als ich. Wo ist denn da die Pointe? Abgesehen davon, dass mich alle ausgelacht haben. Alles war logisch. Alles war perfekt durchdacht. Ja, man hat es schlichtweg nicht verstanden. Kommt vor. Vera zerquetscht eine Ameise, die gerade über das Kaffeetischchen krabbelt. Wo zum Teufel kommen denn die ganzen Ameisen her? Weißt du, du experimentierst auf meine Kosten. Du scherst dich in Dreck um die Schauspieler, das Publikum. Aber denk dran, morgen. Morgen schon wird das Theater dich benachrichtigen, dass das Experiment nicht angenommen wurde und sie werden dein Stück aus dem Repertoire streichen. Nach nur einer einzigen Vorstellung. Vera, die Premiere vom Herbst, das ist mir jetzt klar, war ein Erfolg im Vergleich zu dem, was heute passiert ist. Na. Ich meine, ja, komm, damals ist dein Stück auch nicht wirklich gut aufgenommen worden, aber es gab immerhin 6 Vorstellungen. Ich habe eine Torte besorgt, du hast mir diese gelben Schuhe gekauft und wir haben gefeiert. Welche Schuhe? Du hast sie ja nicht ein einziges Mal getragen. Du hast mich angelogen, als du sagtest, dass sie dir gefallen. Vera, wann soll ich sie bitte anziehen? Wann wäre das denn recht? Mitte Dezember oder im Sommer? Ich halte dich deinen Mund! Ja, du weißt ja nicht, was du sagst. Wenn du nicht so ein Lügner wärst. Ich hatte gedacht, dass die Bühne dir helfen würde, dich von der ganzen Verlogenheit zu befreien. Aber du lügst andauernd, sowohl auf der Bühne als auch im Leben. Weißt du was, Vera? Steck dir deine ewigen Moralpredigten sonst wohin. Ich hab satt, ständig für deine Hirnfixe halten zu müssen. Ach Gott. Weißt du, du schreibst immer abstraktere Texte und das nennst du dann Collagen. Ja, ist eine Collage. Collagen über Planeten, Collagen über Mais. Weißt du, das ist derart experimentell, was du da schreibst, dass das nicht mal mehr in der Kategorie Experiment durchgeht. Unser Publikum, Vera, unser Publikum, das erwartet was ganz anderes. Weißt du, die Leute, die rackern sich den ganzen Tag ab, kommen abends hundemüde nach Hause und dann, was machen die dann? Genau, die schalten den Fernseher ein schauen eine Unterhaltungssendung, eine seichte Komödie, eine Telenovela. Ja, und dann vergießen die ein paar Tränen, essen, trinken, gehen schlafen und am nächsten Tag was? Genau, dieselbe Routine. Gehälter, die niemals steigen, Preise, die immer steigen. Korrupte Chefs in einem korrupten Land. Gequälte Menschen. Ne? Und du? Du willst, dass diese Leute, wenn sie sich denn einmal pro Halbjahr ins Theater verirren, in einem experimentellen Stück auf der Studiobühne landen, wo sie, anstatt sich zu amüsieren, gezwungen sind, sich das Hirn zu zermartern, um überhaupt irgendetwas zu verstehen. Tja, und ich verstehe deine Mittelmäßigkeit nicht. Du bist ja selber ein Liebhaber von Telenovelas. Immer den traurigen Clown zu geben, weil man dringend die Miete zahlen muss. Das ganze Jahr über im Nikolauskostüm rumzurennen, weil sieh mal, es ist Winter und die Küche ist eingefroren und alles, was wir auf dem Tisch haben, sind nur ein paar Seifenblasen. Weißt du was, erzähl das deiner Friseurin, der die Frisur von dem Geld geschnitten hat, das dir der Nikolaus und der traurige Clown gegeben haben. Also ich gehe einmal im Jahr zum Friseur und das tue ich von meinem Geld. Solltest öfter gehen. Du, wenn ich dir nicht gefalle, so wie ich aussehe, warum hast du mich dann geheiratet? Um deine Papageienstimme Tag und Nacht zu hören. Meine Stimme ist nicht schrill, du Spinner. Doch, wenn du dich aufregst. Ich hasse dich. Ich dich auch. Ich verstehe das nicht. Dass das bei uns immer so eskaliert. Wir lesen, wir schauen gute Filme, wir diskutieren und du willst einfach nicht mit dieser Verlogenheit in dir brechen. Vergiss nicht, 30 Jahre unseres Lebens sind bereits vorbei. Wir haben noch höchstens 40 und dann aus, ja? Unsere Zeit ist abgelaufen. Willst du wirklich, dass wir sie nutzlos vergeuden? So, gestern habe ich mit Mama geredet. Sie sagt, dass sie in den Spiegel schaut und sich nicht wiedererkennt. Mir tun die Beine weh. Sie hat ständig erhöhten Blutdruck. Sie fühlt sich immer schlechter, seitdem sie operiert worden ist. Und ich frage mich, warum zum Teufel habe ich diesen Kredit aufgenommen, um ihr diese OP zu bezahlen? Habe ich Schulden gemacht, nur um einigen unvorstellbar inkompetenten und korrupten Ärzten und einigen Arschlöchern von Abgeordneten, denen die Banken gehören und die uns manipulieren, wie sie passt, ja? Die Taschen zu füllen? Meine Mutter ist noch keine 60 und sagt mir, dass ich sterben will. Dass sie keinen Sinn mehr im Leben sieht.
Sie schafft es kaum noch, ihre Nebenkosten zu bezahlen. Sie hat 3 Jobs. 3! Sie ist vollkommene Sklavin eines absolut beschissenen Systems. Sie steckt in der Falle und ich bin nicht imstande, sie dort herauszuholen. Ihr was Besseres zu bieten. Ich bin ja nicht mal in der Lage, mich selbst zu versorgen. Geschweige denn, mich um Mama zu kümmern. Vera. Ich bin immer vor meiner Herkunft geflüchtet. Ich habe 50 Diplome. Weil es mein Wunsch war, die fehlenden Studien meiner Eltern zu kompensieren. Aller meiner Verwandten, Großeltern, Urgroßeltern, die nicht mal im Traum die Gelegenheit und auch nicht die Eier dazu gehabt haben, ihre Herkunft hinter sich zu lassen. Alle sind einfache Arbeiter. Nur ich bin die weiße Krähe in der Familie, immer mit Büchern unterm Arm. Du, ich bin nie so ein Mädchen mit Zapfen gewesen. Ich weiß das alles, Vera. Gut. Ich kann langsam nicht mehr. Wenn die heutige Aufführung erfolgreich gewesen wäre, hätte ich wenigstens für einen Teil dieser verdammten Schulden Geld gehabt. Ich weiß, dass ich mich um Mama kümmern müsste, aber ich schaffe es nicht. Ich brauche dich. Ich möchte, dass wir im gleichen Boot unterwegs sind, dass wir zu zweit rudern. Aber ich muss andauernd über Bord springen, zu dir zurückschwimmen, dich wieder ins Boot ziehen, damit wir von vorne beginnen. Ich bin auf mich allein gestellt, ja? Du unterstützt mich nicht. Also vielleicht machst du das nicht absichtlich, aber du bringst mich dazu, dass ich mich als beschissenster Mensch auf der Erde fühle. Oh. Ja, danke, ernsthaft. Also, ich fühle mich, als wäre ich eine Quelle, aus der permanent Scheiße fließt. Und du, ja, anstatt dass du hergehst und Wasser aus der Quelle mit reinem Wasser trinkst, ohne Chlor, stößt halt immer wieder auf die Quelle mit der Scheiße. Ja, auf mich. Und dann bekommst du Probleme mit der Verdauung und jetzt kotzt er alles auf mich herab. Ich kotze nicht, gehe, ich rede. Ich rede. Aber ich bin nicht die Quelle, aus der alles übel fließt, Vera. Das ist einfach nicht okay, wie du dich permanent verhältst. Du kannst nicht am Vorabend der Premiere sagen, dass du krank seist und dich der Rettungsdienst geholt habe, während du tatsächlich ein Konzert für eine politische Partei präsentierst, weil das ein extra Geld gibt. Ja, du kannst nicht gut auf der Bühne sein, wenn du betrunken bist. Du kannst nicht Sonnenblumenkerne futtern, während die Szene geprobt wird, in der du nicht auftrittst. Das ist erniedrigend für dich, jeden Winter Weihnachtslieder im Paarreim zu rezitieren und dabei vorzugeben, Kunst zu treiben. Das ist für alle normal, ganz normal. Weißt du, yeah. Du bist die Ausnahme. Als ob du keine Auftragswerke schreiben würdest. What the fuck? Du, ich hab das in meiner Vita nie verschwiegen. Ich verkaufe mich nicht als jemand, der ich nicht bin. Aber ich träume davon und ich arbeite daran, dass die Theaterstücke, die ich schreibe und die Übersetzungen, die ich mache, überwiegen. Na, wie ist denn das bei dir? Nur mal so aus Neugier. Wie sähe das in deiner Vita aus? Wenn darin stünde, was du wirklich machst, also was würde bei dir überwiegen? Die Kunst oder diese lukrativen Kaspereien? Wie sollen wir denn sonst überleben, Vera? Wechsel den Beruf. Nein, die Schauspielerei ist alles, was ich kann. Willst du mich umbringen? Und spiel nicht die Mama. Dann tu es ernsthaft oder gestehe, dass du eine Null bist. Dann sollen es alle eingestehen. Fang bei dir selbst an. Vera, unser Kühlschrank ist voll. Komm. Lass uns von hier weggehen. Und wohin? Egal wohin. Ich ersticke hier. Ich kann nicht länger Literatursekretärin sein. Es ist erniedrigend, dass ich immer um die kleine Bühne betteln muss. Ich will schreiben. Mir ist es wichtig, mich zu entwickeln, zu wachsen, vorwärts zu gehen. Hier kann ich das nicht. Gut. Wenn du willst, lasse ich dich ziehen, damit du deinen Platz in der Welt findest. Ohne dich kann ich das nicht. Du hast dich in den falschen Menschen verliebt. Du bist alles für mich! Nur, dass du zu starrköpfig bist, dass das nicht zu sehr. Vera, rauch nicht so viel, das tut dir nicht gut. Ja, du lüg nicht so viel, das tut uns nicht gut. Wenn es darum ginge, hör mal. Wenn es darum ginge, dich umzubringen, wie würdest du das anstellen? Ich habe niemals daran gedacht, mich umzubringen. Nein, im Ernst? Ja, ich liebe das Leben.
Also ich würde auf etwas sehr Hohes steigen. Das muss wirklich sehr hoch sein. Ja? Um sicher zu sein, dass es mich in Stücke reißt, wenn ich unten aufschlage. Du kennst ja diese Filmszenen, wenn sich jemand aus großer Höhe herabstürzt. Ja? Ich habe mir immer vorgestellt, das muss super toll sein. Also in diesen paar Sekunden fühlst du, dass du wirklich lebst. Ja, nur das Schnitzel, das unten landet, wäre überhaupt kein schöner Anblick. Vielleicht schneidest du dir doch besser die Venen. Ach, banal. Ach, ich habe aber gelesen, dass es halbwegs sauber funktioniert. Gelesen wo? In Groschenromanen, in Gesundheitsratgebern. Hör mal, mein Lieber, es gibt ein Sprichwort. Jemand trägt die Bücher auf dem Kopf. Du trägst die Bücher auf dem Kopf, nicht in dir. Hieronymus Bosch malte Menschen mit Büchern auf dem Kopf. Das heißt, dass das, was wir lesen, nicht in uns dringt, von uns verarbeitet wird und uns verändert. Du hast das Glück, dass du ein Theatermensch bist und ich dich kenne. Ansonsten würdest du in der Klapsmühle landen. Bosch ist sehr schnell und für sehr lange Zeit in Vergessenheit geraten. Diejenigen, die vor Schmerzen brüllen, die etwas Wichtiges zu sagen haben, die sich auflehnen, werden nicht gemocht. Warum schaust du mich so an? Wie? Weiß nicht. Mitleidvoll. Ich dreh noch durch, mir tut der Kopf weh. Hast du mir noch mehr Zigaretten mitgebracht? Wann hörst du endlich auf mit all dem? Du rauchst nonstop, du trinkst zu viel. Oh, verzeih mir, ich kann zum Glück keinen gesunden Lebensstil führen. Eher würde ich Hausfrau werden, als mir allerhand beschissene Masken aufzusetzen, wie du das tust. Mein Magen würde austrocknen von so viel Kräutertee, wie du ihn trinkst. Du bist unausstehlich. Ja, deshalb haben wir also in letzter Zeit keinen Sex. Ja, wann denn? Du bist doch immer beschäftigt hier mit Schreiben. Ah, das ist natürlich recht, Baby. Das Schreiben ist deiner Auffassung nach überhaupt nicht sexy. Und du kriegst keinen Ständer von dem, was ich schreibe. Ich weiß das. Fuck off. Früher haben wir viel miteinander geredet. Ich hab keine Zigaretten mehr. Erinnerst du dich? Ich hab dir meine Texte vorgelesen. Du hast mir Ratschläge gegeben, auch wenn die schlecht waren. Ich hab mir trotzdem geholfen. Jetzt reden wir fast gar nicht mehr. Brauchst du mich nur noch dazu, um zu erfahren, warum ihr keine Eier und keinen Tee mehr im Haus habt. Dabei habe ich dir so viel zu sagen. Du, ich habe dir auch noch vieles vorzulesen. Ich habe einen neuen Text geschrieben. Willst du, dass ich ihn dir vorlese? Oh, nicht jetzt, Vera. Oh, das ist wichtig. Du, mir ist das wichtig. Ich will deine Meinung. Nein, Vera, bitte morgen. Ich bin beschäftigt. Ich habe was zu erledigen. Vera sieht eine Ameise auf dem Kaffeetischchen, die auf ihrem Rücken einen Krümel von etwas irgendwo hinschleppt. Sie zerquetscht die Ameise mit dem Finger. G nimmt seinen Regenmantel und geht hinaus. Er nimmt seinen Regenmantel und geht hinaus. So endet es das Stück Limerenz von Inna Cebotar aus Moldawien. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Nur eine Stunde Zeitunterschied trennt uns gerade. Ein herzliches Hallo in Moldawiens Hauptstadt nach Chișinău. Hallo, danke. Limerenz heißt das Stück. Das ist ein Begriff aus der Verhaltensbiologie und meint ein sehr extremes Gefühl, nämlich Verliebtheit. Kann es sein, dass die aber gerade bei den Protagonisten flöten geht? Ja, also ich habe es so genannt. Und davor hatte ich eigentlich einen anderen Titel für das Stück. Das hieß Die Schwimmer. Aber dann habe ich diesen Titel gefunden für mich, Limerenz. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist genau das, was ich brauche, weil because they are kind of love always
nach jeder Szene passiert etwas. Sie kämpfen miteinander und streiten, dann haben sie Sex. Und es ist nicht so ganz klar, ob sie einander überhaupt brauchen. Und er braucht sie für Experimente, also um mit ihrem Schreiben zu experimentieren, und er braucht sie, um ein Schauspieler zu sein. Popular and different than other actors. So I, und ich bin mir nicht so sicher, was sie eigentlich voneinander empfinden. Also ich bin mir nicht sicher, ob es Liebe ist. Es ist viel eher Abhängigkeit voneinander. Deswegen habe ich es so genannt. Ja, wir haben natürlich nur einen Ausschnitt gesehen von dem Stück. Und es ist ja wirklich so, sie will authentisch und zeitgemäß sein und verliert wirklich die Achtung vor ihm, der durch seine Kompromissbereitschaft jetzt die Beziehung aber allerdings auch finanziert, ne, durch seine Arbeit. Es geht also um Avantgarde-Theater, um experimentelles Theater und wie es funktioniert oder eben nicht. Wie ist es denn in Chișinău um die freie Theaterszene bestellt? Die Theaterszene? Ich glaube, es gibt sehr wenig experimentelles Theater. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wir haben so viele Probleme mit dem experimentellen Theater hier. Ich glaube, deswegen ist das, was ich tue, was wir gemeinsam tun mit meinen Kollegen, so wichtig. Wir haben eine Theaterkompanie, die heißt Saba Chibota, und unser Ziel ist es, alles, was neu ist, was experimentell ist, im Theater hierher zu bringen, weil uns das hier fehlt in der Republik Moldau. Würde das Stück genauso, wie Sie es geschrieben haben, denn aufgeführt werden können? Nur wenn ich es aufführe. Was heißt es? Ich meine, die Theater sind nicht interessiert an junger Dramatik, an Dramatik von Nachwuchsdramatikerinnen. Ich habe mehrere Stücke, die in lokalen Theatern vorgestellt werden könnten. Und dieses Stück und diese Stücke habe ich den Theatermacherinnen von hier geschickt, aber ich habe nie eine Reaktion bekommen. Heißt das jetzt so, in der Weiterführung, um in Moldawien als freier Künstler auch existieren zu können, braucht es vielleicht eine gewisse Kompromissbereitschaft? Kann man das so sagen? Wissen Sie, ich habe Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich einen Kompromiss hätte eingehen können. Beispielsweise einmal hat ein bekannter Schauspieler aus Moldau mir vorgeschlagen, eine Art Werbung zu machen und an der Kampagne von einem Politiker mitzumachen, mitzuwirken. Und das würde meine Beliebtheit dann steigern und meine Chancen verbessern. Und ich hatte immer wieder diese Möglichkeiten sozusagen oder diese Fragen. Also das wäre ein Kompromiss, den ich abgelehnt habe. Denn für mich wäre es so, dass wenn ich solche Kompromisse eingehen würde, es das Ende bedeuten
würde. Sie machen ja wirklich viele Sachen. Wenn man liest und auch hört, was Sie vorhin erzählt haben, was Sie schon alles gemacht haben, dann klingt das toll. Sie haben eine Menge Erfahrung gesammelt als Theatermacherin, Dramatikerin, Performerin, haben Festivals geleitet, Workshops organisiert. Sie sind richtig drin. Was mich jetzt interessiert, auch wenn man gerade, wenn man keine Kompromisse eingeht, kann man davon denn leben? Es ist wirklich sehr schwer, davon zu leben. Ich habe beispielsweise eine kleine Familie. Mein Mann ist Regisseur. Wir arbeiten zusammen. Wir haben einen kleinen Sohn, der 3 Jahre alt ist. Und wir haben keine eigene Wohnung. Wir wohnen gerade in der Wohnung meiner Tante. Sie arbeitet im Ausland. Und wir haben noch 2 Monate, in denen wir hier leben können. Danach haben wir wieder keinen Ort, wo wir hingehen können. Es ist also sehr schwer. Wir haben immer diese finanziellen Schwierigkeiten. Deswegen. Und das ist wirklich eins der größten Probleme, das wir haben. Aber es ist trotzdem besser, denn ich habe Erfahrung im Stadt- und Staatstheater, wo ich gearbeitet habe, und ich kann nicht gerade behaupten, dass es dort besser war. Also finanziell besser. Jetzt fühle ich mich frei, ich mache, was ich will, ich kann mich frei ausdrücken, ich gehe keine Kompromisse ein, die mir ein schlechtes Gefühl geben würden. Also das ist wirklich sehr wichtig für mich. Das ist etwas, was ich brauche. Ich brauche diese Freiheit, um mich selber auszudrücken. Und ich will etwas beitragen zu diesem Land im Theaterbereich. Also im experimentellen Bereich möchte ich etwas beitragen. Wir haben beispielsweise auch das ortsspezifische Theater nach Moldau gebracht. Und das ist eben sehr wichtig, das, was ich in diesem Bereich tue, finde ich. Aber wir sind die ganze Zeit in diesem Zustand, dass wir Geld leihen müssen, um diesen Widerstand leisten zu können. Umso besonderer, dass wir jetzt Ihr Stück hier sehen konnten. Inna, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, trotz dieser ganzen Bedingungen. Vielleicht klappt es ja dann auch irgendwann wieder mit einem Besuch hier in Potsdam bei uns, bei Next Stage Europe, als wichtiger Bestandteil der Lit Potsdam. In diesem Jahr ist ja wirklich alles ein bisschen anders. Vielen Dank, Inna Cebota aus Moldawiens Hauptstadt, Chișinău. Vielen Dank auch.